Wunderschönen guten Tag. Wir werden in Technologie und Planung zuerst etwas über technologische Grundlagen sprechen, ein paar Begriffe definieren und dann mehrere Inhalte dann betrachten, die wir übers Jahr dann weiter verfolgen können. Und ja, diese technologischen Begriffe sind jetzt anders als im ersten Biennium nicht mehr mechanischer Natur, sondern die betreffen also was, ja, die betreffen unsere Rechnersysteme, gell? Also im Allgemeinen sagen die meisten Leute irgendwo so Computer oder so zu diesen Geräten, gell? Also unsere Rechnersysteme. Und diese Rechnersysteme, da gibt es viele Lösungen, die sich irgendwo im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, gell, müsste man fast sagen, im Laufe der Jahrhunderte. Gell, also hier haben wir ein, ja, etwas sehr, sehr Frühes. Gell, das ist eben diese Analytical Engine, das ist Charles Babbage. Gell, also es war ein Engländer und der hat den Versuch gemacht, eine mechanische Rechenmaschine zu bauen, die nicht nur fixe Operationen durchführen konnte, sondern auch irgendwo programmierbar war. Gell? Also das war etwas ganz Außergewöhnliches. Gell? Also wenn man bedenkt, dass der sich da ja, vor nicht ganz 200 Jahren, so vor 170, 180 Jahren solche Gedanken gemacht hat und dann auch mit anderen Leuten, zum Beispiel mit der Frau Ada, über die Programmierung etwas entwickelt hat. Gell? Also es war ganz, ganz aufregend. So, eine andere Lösung, gell? Also so vor ungefähr 80 Jahren oder so, oder doch etwas mehr als 80 Jahren, da hat es in Deutschland den Herrn Zuse gegeben. Gell? Der Herr Zuse hat, eine, ja, hat frühe Versionen von Rechnern gebaut, die auch funktioniert haben. Gell? Also die mechanische Rechenmaschine des Herrn Babbage dort in England, gell? Die ja, hat nicht so richtig funktioniert, also zumindest nicht die programmierbare. Dann, hingegen der Herr Zuse hat eine funktionierende Rechenmaschine gebaut, also eigentlich einen Computer, der ein Programm abarbeiten konnte. Gell? Oder, gehen wir weiter, gell, 1946, das war ein Teil des ENIACs, gell, das war eine raumfüllende Installation, das war der erste Computer, den man kaufen konnte, gell? Also nach dem Zweiten Weltkrieg 1946. haben sie den zu kaufen begonnen. Und dann, ja, da haben wir mit dem ENIAC noch einen Röhrencomputer gehabt, gell, so wie die Röhren, die wir zum Licht machen haben, gell, oder so ähnlich. Gell. Mhm. Und dann geht es weiter, dann haben wir eben irgendwo elektronische ja, Rechner, gell, also elektronische Aufbauten, gell, noch eine Weile mit Röhren und dann irgendwann so ab den 50er Jahren kommen dann die ersten Transistor-Computer, gell, und dann haben wir irgendwo dann auch die integrierten Schaltkreise vor 50 Jahren bekommen, die einen ganzen Prozessor integriert haben, einen Mikroprozessor, und dann ist es möglich geworden, kleine Rechner zu bauen, gell, also so etwas wie eben auch hier diese Apple, diese ersten Apple, gell, oder eben diese IBM-PC vor 40 Jahren. Gell? Also das ist dann die Integration auf einen integrierten Schaltkreis eines ganzen Prozessors, der Mikroprozessor. Gell? Und heute sind die Dinge halt tragbar geworden oder eben dann auch Rechnerinstallationen, die ganze Räume füllen, gell? Oder eben Rechnerzentren mit sehr vielen Rechnern. Gell? Ja, ihr habt es ja schon im ersten Biennium Informatik gemacht, gell? Habt dort auch Begriffe geklärt und zwei ganz wichtige Begriffe, die wollen wir auch heute wiederholen. Das sind die Begriffe der Hardware und der Software, gell? Und ja, bei der Hardware, gell, da sagen viele, gell, die Hardware, gell, das sind jene Teile des Rechnersystems, die wir anfassen können, gell? Also ja, wo wir fummeln dürfen, gell? Also ja, dürfen weiß ich nicht, gell, aber man kann das Ding anfassen, gell? Also Hardware, gell, halt mal fest, gell, also Hardware, ja, das ist jener Teil unseres Rechnersystems, unseres Computers und alles, was dazugehört, gell, ist also jener Teil des Rechnersystems, der aus Atomen besteht, gell? Okay, also alles, was atomar ist, gell, das ist Hardware, gell? Und
Ja, da hat es mal einen Vortrag gegeben, da sind wir mit einer Klasse dabei gewesen, gell? Und da hat einer dann eben gesagt, gell, das war der Alessandro Rubini, gell? Also das ist ein ganz, ganz ja, schlaues Bürschel, der hat am Linux-Kernel mitgearbeitet, gell? Und hat dann auch ja, also veröffentlicht, wie man das programmiert und so, also sehr interessant, gell? Und der hat dann ja gemeint, gell, und gesagt, gell, also als er über Hardware und Software gesprochen hat, gell, also Hardware ist jener Teil des Computers, den man mit Füßen treten kann, wenn etwas nicht funktioniert, gell? Okay, also die Hardware, die können wir schlagen, gell? Ob es dann Sinn macht, ob es dann besser geht oder so, gell, also das das lassen wir mal dahingestellt sein, gell? Aber es stimmt, gell? Also wenn etwas nicht funktioniert, gell, dann können wir auf die Hardware draufhauen, gell? Also das können wir machen, gell? Also Hardware ist jener Teil des Rechnersystems, gell, der aus Atomen besteht, gell? Also das wäre dann chemisch richtig, gell? Also Atome, gell? Mhm, gell? Und wir können die Computer schlagen, gell? Okay, die Hardware der Computer können wir schlagen. Ja, das ist Hardware, gell? Also da schreiben sie dann alles Mögliche über Hardware, machen Beispiele, gell? Alles, was man anfassen nicht unbedingt darf oder kann, gell? Also das ist alles Hardware, gell? Die Atome unserer Rechnersysteme, das ist Hardware. Auf der anderen Seite gibt es etwas, das nennen wir Software, gell? Und die Software, ja, die Software sind also jene Teile, die ja, nicht aus Atomen bestehen. So. Und jetzt haben wir ein Problem. Woraus besteht denn Software, wenn sie nicht aus Atomen besteht? Weil etwas, das nicht aus Atomen besteht, das existiert nicht. Gell? Ja. Also jetzt kommen wir ins Philosophische, gell? Oder ins Religiöse. Gell? Okay? Also wenn etwas ja, existieren soll, das nicht aus Atomen besteht, dann haben wir ein Problem. Gell? Mhm. Jetzt können wir sagen, okay, wir glauben an die Software. Gell? Also, ja, glauben können wir viel. Gell? Aber wir wollen das ja charakterisieren. Gell? Also wir wollen ja, der Software irgendwelche Eigenschaften geben. Gell? So wie bei der Hardware haben wir gesagt, die Hardware, gell, das sind die Atome unserer unseres Rechensystems oder unseres Computers, gell? Aber was ist denn dann die Software, gell? Also Atome nicht, gell? Und ja, wenn das so ist, dass die Hardware eben nicht die Atome sind, was ist, nein, die Software nicht die Atome sind, was ist die Software dann, gell? Und da können wir Folgendes sagen. Die Software, das sind die Bits und Bytes unserer Rechnersysteme. Gell? Also die Bits und Bytes. Gell? Also das sind die Programme, aber auch die Daten. Gell? Also die Programme und die Daten unseres Computers. Gell? Also die Bits und die Bytes. Gell? Software besteht aus Bits und Bytes. Hardware besteht aus Atomen. Gell? Und ja, gell? Also vorher haben wir gesehen, gell? Die Hardware, gell? Das ist also alles, was im Computer drinnen steckt. Gell? Und ja, die Software ist alles, was der Computer ausführen kann, gell? Also Programme jeglicher Natur, gell? Also Skripts, Exekutable, also irgendwo kompilierte Programme, interpretierte Programme oder Skripts, gell? Also das alles sind irgendwo die aktiven Elemente der Software, gell? Und auf der anderen Seite haben wir die Software, die verarbeitet wird, die Daten. Gell? Also die Software, die nicht aktiv ist, sondern die eben passiv verarbeitet wird. Gell? Und dort fällt vielen mal ein, sind ja Dateien. Gell? Also Dateien sind gute Beispiele, sind sehr allgemein, gibt es schon lange. Gell? Und es gibt Dateien verschiedensten Typs. Gell? Und das ist alles auch unter diesem Oberbegriff Software. Gell? Also wir wollten also Software nicht nur auf die ausführbaren Programme beschränken, sondern auf allem, was eben Bits und Bytes im Rechnersystem eben ist. Gell? Also ja, dieses Video wäre dann Software nach dieser Definition, oder wenn wir Fotos gemacht haben, die Fotos, gell? Also nicht nur die Programme, sondern eben auch die Daten, die wir verarbeiten. Gell? Das ist jetzt vielleicht etwas ein bisschen willkürlich, aber laut Definition, alles, was im Rechnersystem aus Bits
und Bytes besteht, gell, dort sind dann eben auch die Daten drinnen, gell, also Dateien, gell, wenn sie, oder auch Datenbanken und, gell, alles, was uns einfällt, was wir in Bits und Bytes darstellen können, gell. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, und zwar, wir sind immer noch bei der Chemie, gell, also wenn etwas existiert, dann muss es aus Atomen bestehen, gell? Also in der Chemie existiert nichts, wenn es keine Atome gibt, gell? Also Moleküle bestehen aus Atomen, gell? Und wenn wir irgendetwas zusammenbauen wollen, dann brauchen wir Atome, gell? Gute Frage. Brauchen die Bits und die Bytes Atome? Und jetzt ist die Antwort ja. Die Software braucht die Hardware. Die Bits und die Bytes, die brauchen zum ausgeführt werden, zum Überleben, zum Speichern, zum Übertragen, zu all dem, was man mit Software machen kann. Hardware, gell? Okay. Und jetzt sind wir schon mittendrin, gell? Also Software kann ohne Hardware nicht leben, gell? Und ja, jetzt werden wir schon fast religiös, gell? Also können wir ohne Hardware leben, gell? Und ja, die Religion gibt da Erklärungen, gell? Und sagt dann, ja, gell? Mhm, gell? Und jemand kann daran glauben oder nicht glauben, gell? Aber in der Informatik, gell? In der Informatik sind die Sachen einfacher, gell? Okay, wir haben Atome, aus den Atomen bauen wir die Hardware und die Hardware brauchen wir dann, damit die Software damit leben kann. Weil die Hardware alleine, die wäre uninteressant. Gell? Also der schönste Computer, gell? Also wenn der auch bunt angemalt wird, gell? Oder vielleicht leuchtet oder so, gell? Also der ist nichts wert, wenn hier nicht gleichzeitig auch eine Software vorhanden ist. Gell? Und umgekehrt, nicht nur die Hardware braucht die Software, um zu dem zu werden, was einen Computer ausmacht, auch die Software braucht eine Hardware, um ausgeführt zu werden, verarbeitet zu werden und, gell? Weil jemand kann sich das schönste Programm ausdenken, aber wenn er dazu keinen Computer hat, um es laufen zu lassen, gell? Ja, dann wird es schwierig, gell? Weil auf dem Blatt ein Programm auszuführen, gell, das geht schon. Ist halt etwas mühselig, gell? Aber dann braucht man halt nur ein Blatt und Bleistift und Radiergummi, gell? Okay? Aber wenn wir einen Computer haben, ja, dann funktioniert es schon viel besser mit der Software, gell, als auf einem Blatt mit Bleistift, gell? Ja, und jetzt wollen wir noch ein paar Eigenschaften von Software herausarbeiten, gell? Wir haben schon gesagt, erstens, Software braucht Hardware zum Überleben. Also Software ist nicht unabhängig von Hardware. Gell? Also braucht Hardware, um ausgeführt zu werden, braucht Hardware, um gespeichert zu werden. Gell? Mhm. Und ja, so können wir jetzt Eigenschaften von Software zusammensuchen. Gell? Okay? Und ja, Eigenschaften von Software, gell? Da gibt es, ja, wir zählen wie immer eine ganze Reihe auf. Gell? Okay? Und ja, einmal, gell, wir können Software speichern, gell, okay, also schauen wir mal da, also Eigenschaften Software, okay, also Eigenschaften der Software, mhm. Gell, also man kann Software speichern, okay, also Software speichern macht Sinn. Also man kann ein Programm speichern, man kann aber auch man kann auch Daten speichern, gell? Also Programme können wir speichern oder auch Daten können wir speichern. Und man kann also Software nicht nur speichern, gell? Zum Beispiel auf einer Festplatte oder auch in der Cloud heute, gell? Oder auf einer Diskette oder einer Lochkarte, gell? Überall dort, wo es einen Datenträger gibt, der eben geeignet ist, um etwas zu speichern. Gell? Und jetzt ist ein Stichwort gefallen, das Stichwort der Cloud. Gell? Also die Cloud
gell? Die ist ja nicht irgendwo im Rechner oder am Rechner als Peripherie angesteckt, gell? Die Cloud, die ist ja im besten Fall irgendwo im eigenen Haus, gell? Im Keller, und da braucht man auch ein lokales Netz, um damit zu kommunizieren, gell? Mit der Cloud. Und dafür müssen wir die Software, die Daten oder auch die Programme übertragen. Gell? Also man kann Software speichern, man kann sie aber auch übertragen. Gell? Mhm. Und ja, das ist eigentlich eine tolle Sache. Gell? Also zuerst hat man das mit dem Speichern gemacht, gell? Hat also Daten gespeichert, gell? Und dann hat man Daten auch übertragen. Gell? Also übers Netzwerk oder auch viel einfacher Punkt zu Punkt, zwischen zwei Endpunkten kann man auch Daten übertragen, ohne ein ganzes Netzwerk zu bereitzustellen. Gell? Okay? Also Software, Daten kann man speichern oder übertragen. So, was können wir dann noch machen? Was sind noch Eigenschaften von Software? Gell? Ja, Software ist irgendwo immateriell. Gell? Okay? Also immateriell besteht, also die Software ist nicht das, was die Atome sind, wo wir es draufschreiben. Gell? Also die DVD, auf der wir Daten speichern, ist nicht die Software, gell? Sondern die Bits und die Bytes sind die Software. Gell? Das ist halt immateriell. Gell? Aber Software braucht Hardware, gell? Um ausgeführt zu werden, gespeichert zu werden. Gell? Okay? Aber im Grunde ist immateriell. Und das führt auch dazu, dass wir Software oder Daten auch einfach kopieren können. Gell? Also das ist etwas sehr Einfaches, Daten zu kopieren. Gell? Und ja, stellt euch mal vor, gell? Also einer will sich da ein schönes Bild da, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, gell, in Paris, gell, möchte sie auch zu Hause haben. Gell? Und was kann er da machen mit dieser Mona Lisa? Gell? Also da könnte er so ja nach Paris fahren, er könnte sie stehlen gehen. Gell? Okay, dann hat er sie zu Hause. Gell? Aber wenn das jemand nicht so illegal machen möchte, gell? Wie könnte er es dann machen? Gell? Aber das ist ein Problem, gell? Weil die Mona Lisa, die gibt es nur einmal. Gell? Wäre die Mona Lisa aber eine Datei, dann könnten wir sie vervielfältigen. Gell? Und dann könnte sie jeder zu Hause aufhängen. Gell? Und das ist das, was heute so ein bisschen passiert. Man hat heute sehr viele Dinge immateriell. Gell? Also wenn wir Musik hören, dann hören wir die Musik heute sehr oft von einer Datei. Gell? Oder über einen Streamingdienst, die Daten werden dann eben in Echtzeit übertragen, gell? Wenn wir sie hören wollten. Wir speichern sie dann vielleicht nicht mal ab lokal. Gell? Also die Musik ist nicht mehr die Schallplatte, wie sie mal war, wo eben auf dem Träger dann das dann physisch war. Gell? Also, ja. Oder die Musik ist nicht nur die Musikkapelle, die da spielen muss. Gell? Okay? Die Musikkapelle kann man nicht einfach kopieren. Gell? Aber eine Datei, eine MP3, die können wir kopieren. Gell? Also das ist diese immaterielle Eigenschaft von Software. Gell? Und ja, das mag zwar auch toll sein, gell? Das führt aber auch dazu, dass da viele Leute, die Inhaber der Rechte oder so, nicht damit einverstanden sind. Gell? Die mögen es nicht, wenn es so einfach geht. Deshalb hat auch die Musikindustrie, gell? Oder die Filmindustrie sich lange dagegen gewehrt, dass ihre Produkte so einfach im Netz verfügbar waren. Gell? Also es war lange Zeit einfacher, irgendwo Musik oder Filme zu stehlen, als sie im Netz zu kaufen. Gell? Erst in den letzten Jahren ist es also wirklich einfach geworden, auch über Dienste ganz legal Musik oder Filme zu beziehen. Gell? Das war nicht immer so. Gell? Mhm. Okay, ja, dann so als Eigenschaft haben wir immer festgehalten, dass Software braucht wenig Energie, gell? Okay, also Low Energy, gell? Oder wenig Energie braucht man, gell? Gell? Ja, und zwar in vielerlei Hinsicht wenig Energie, gell? Stellt euch vor, gell? Wir müssten jetzt Daten übertragen, gell? Also Daten übertragen über ein Netzwerk, gell? Das geht nicht ohne Energie. Aber es braucht nicht sehr viel Energie. Gell? Stellt sich vor, gell? Also
Es ist nicht lange her, gell, am Sonntag, gell, überall ist Fußball gespielt worden, gell, und da war ein Fotograf und auch heute ist ein Fotograf und der macht dann tolle Fotos, gell. Und was macht er dann? Dann muss er nach dem Fußballspiel sofort und schnell laufen oder fahren in die Redaktion, damit seine Fotos dann am nächsten Tag eben in die Tageszeitung kommen, gell. Oder wenn es jemand ist, der vom Fernsehen ist, gell, dann muss dieser Film oder dieser Videobeitrag, gell, also für die Nachrichten so schnell wie möglich nach Bozen kommen, gell, damit er dann gesendet werden kann am Abend, gell. Ja, das ist heute viel einfacher, gell, also jemand, der eher in Bruneck, gell, also ein Spiel verfolgt, gell, der muss da nicht nach Bozen kommen, gell. Der macht seine Aufnahmen und dann schickt er sie einfach nach Bozen. Er überträgt das, gell, also der muss da nicht ein Auto von überein nach Donne und sich selbst nach Bozen bewegen. Er schickt einfach die Daten. Das kostet wenig Energie, gell? Und so können wir eben durch diese Eigenschaft von Software, die ja immateriell ist, die wir zwar bei der Übertragung oder beim Speichern irgendwo in Hardware darstellen können, das können wir mit wenig Energie machen, gell? Und da gibt es auch einen Begriff, gell? Und ja, dieses Low Energy, gell? Das hat auch diesen Begriff erklärt, dass das irgendwo rund um Software eine smarte Technologie ist, gell? Okay, also eine smarte Technologie. Das heißt also, das ist eigentlich etwas ohne große Hürde, gell? Wenn wir in Bozen ja, im letzten Jahrhundert, gell, also in der Zwischenkriegszeit, eine große Industrie aufgebaut haben, gell, so mit Stahl- und Aluminiumindustrie oder so, gell, da haben wir Arbeitsplätze in Bozen geschaffen, gell. Aber diese Arbeitsplätze, die haben viel Energie verbraucht, gell. Und da haben dann die Leute dann auch Arbeit gehabt, die nach Bozen gezogen sind, gell. Aber der Energiefaktor war gewaltig, gell. Und heute, wenn wir heute in Bozen schauen, gell, also entsteht, stehen auch viele Betriebe, die eben im Bereich der Software arbeiten und das ist eine smarte Technologie. Gell. Also wer im Bereich der Software arbeitet, der braucht einen Arbeitsplatz, gell, also der braucht vielleicht einen Tisch, einen Computer. Gell. Im Winter muss man heizen, gell, damit er nicht zu kalt bekommt, gell, weil die Informatiker sind dann meistens ja, ja solche, die eben schon fein warm haben wollen, gell, also keine harten Burschen, gell, also okay. Aber an und für sich brauchen wir da nicht riesige Energiemengen, gell, also nicht wie in den besten Zeiten der Bozener Industrie, gell, als so viel Wasser zum Kühlen benutzt wurde, dass der Wasserspiegel unter Bozen gesunken ist, gell, okay. Also es waren gewaltige Energiemengen, die man hier in der Industrie verwendet hat. Gell? Und heute ist man hier ja, oft smarter unterwegs. Gell? Ja, das heißt doch nicht, dass die Autos, die wir fahren, dann von alleine produzieren. Gell? Das wird heute oft in anderen Teilen der Welt gemacht. Gell? Genauso Stahlindustrie und so. Alles Dinge, die heute oft importiert werden. Gell? Mhm. Jo. Es braucht wenig Energie, aber es braucht Energie, gell? Und dann haben wir noch eine philosophische Frage, und zwar, entsteht Software automatisch? Kann man sie automatisch herstellen? Und hier wird es schwierig, und zwar, man hat lange Zeit eigentlich gedacht, dass es Lösungen für Probleme geben muss, die allgemeingültig sind, auch in der Mathematik. Man hat so die Universalfunktion sich irgendwo vorgestellt und man dachte, ja, man muss die Universalfunktion nur mit den richtigen Argumenten füttern, dann kommen die Lösungen raus, gell? Und bei der Software hat man auch gedacht, es gibt vielleicht Systeme, die sich dann selbst programmieren. Gell? Heute ist so ein Begriff Machine Learning, Versuch und Irrtum und irgendwann wird es schon funktionieren. Gell? Aber dies ist auch nicht automatisch entstanden, das hat sich jemand ausgedacht. Gell? Und im Grunde können wir heute zwar starke Instrumente der Softwareentwicklung haben und auch viele Bibliotheken haben, die es schon gibt, gell? Aber die hat ja auch jemand gemacht. Gell? Und die Antwort, ist Software automatisch herstellbar?
Und die Antwort ist nein. Software kann man nicht automatisch herstellen. Gell? Und ja, da hat es auch einen Herrn Gödel gegeben, gell? Also ein Mathematiker, der hat es ja vor circa 100 Jahren auch nachgewiesen, dass es die allgemeine universelle Funktion, die alle Probleme der Mathematik löst, nicht geben kann. Gell? Das war eine Katastrophe. Gell? Also das mathematische Kartenhaus, gell? Das ja, hat damit gelitten. Gell? Und ja, noch schlimmer, gell? Es wurde nachgewiesen, dass es Probleme ohne Lösung gibt. Gell? Und nur im Jahr 1900 haben sie eine große mathematische Konferenz gemacht, gell, und haben die offenen Probleme der Mathematik aufgeschrieben. Gell, 27 haben sie aufgezählt. 27 offene Probleme der Mathematik. Und dann dachten sie, die Mathematik wäre fertig entwickelt. Gell. Man hat das eine und das andere gelöst von den 27 Problemen. Gell. Aber ja, man hat erkannt, dass es Probleme ohne Lösung gibt. Und das, genau das gleiche Problem haben wir dann auch mit der Software, nicht nur in der Mathematik. Gell. Also in der Software können wir Software nicht automatisch herstellen lassen. Das ist ein ganz großes Problem. Gell. Und das ist nicht nur ein Problem, das ist auch unser Glück. Gell. Könnten wir Software automatisch herstellen, dann würde es uns Informatiker nicht mehr brauchen. Gell. Okay. Also, Software kann nicht automatisch hergestellt werden und das ist unser Glück, gell? Also das ist unsere Arbeit und ja, die Instrumente werden vielleicht effizienter im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, werden umfangreicher, gell? Werden auch komplexer, gell? Aber es wird immer jemand brauchen, der Lösungen dann findet, gell? Und ja, das geht nicht automatisch, gell? Also nicht mal mit dem Machine Learning, auch damit geht es nicht, gell? Und weil das dann nicht automatisch geht, gell, kommt der nächste Punkt dazu, gell? Also Software kostet, gell? Gell? Software ist Arbeit. Und ja, und darauf muss man achten, gell? So wie auch die Arbeit anderer Leute zu achten ist und bezahlt werden muss, so muss auch die Arbeit der Informatiker geachtet und bezahlt werden. Gell? Es ist so oft so, dass ihr werdet vielleicht gefragt, ja, kannst du mir nicht das richten da beim Computer oder so, gell? Okay, oder du kennst die ja aus da, gell? Ja, komm mal, mach mir mal, gell? Mhm. Gell? Okay, ja, kann ich zwar machen, könnt aber auch Nein sagen, gell? Nur weil ich zum Lösen von Problemen da nicht unbedingt ein Werkzeug brauche, außer ein Computer, der schon da ist, gell? Oder ich brauche da auch nicht wie ein Handwerker irgendwelche Materialien dazu, gell? Deshalb aber heißt es noch lange nicht, dass die Arbeit kostenlos sein muss, gell? Und darauf ist zu achten, gell? Software, gell? Stellt sich nicht automatisch her. Software kostet Arbeit, gell? Und jemand kann entscheiden, dass er Software dann auch vielleicht mal verschenkt, gell? Also eine, ja, eine Regelung, eine Lizenz erstellt, gell, die es erlaubt, die Software zu vervielfältigen, zu kopieren. Aber es muss irgendwo etwas sein, das eben dann auch diese Kosten wieder einspielt. Gell. Also wie dieses Businessmodell eines solchen Betriebes ist, das kann dann vielfältig sein. Gell. Kann Support sein, gell. Kann an eine hardwaregebundene Software sein, gell. Kann ja, Anpassung, Erweiterung sein, gell? Es gibt dann viele Möglichkeiten, wie man dann eben auch zu seinem ja, Beitrag kommt, gell? Mhm. Und ja, dieses Regelwerk, das wir erwähnt haben, gell? Das ist die Lizenz, gell? Also eine Software hat eine Lizenz, gell? Also die Lizenz, die regelt dann, was man mit der Software machen darf, gell? Ob man sie kopieren darf, ob man sie weitergeben darf oder nicht, gell? Wie oft man sie verwenden darf, gell? Also da gibt es kommerzielle Lizenzen, die sind sehr, sehr einschränkend und es gibt auch andere Lizenzen, die sind da sehr frei, gell? Und darauf muss man eben dann achten, gell? Mhm. Ja, das wären ein paar wichtige Eigenschaften von Software, gell? Und damit möchte ich das heute schließen.